Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wundert ihr euch, was ich hier anhabe? Das ist ein lange nicht mehr gesehenes Bild hier auf diesem Kanal. Wer ist er denn? Oh, ich hasse diese Haare, die so raushängen. Ja, ich würde jetzt gerne zum Sport gehen. Das Problem ist, dass es mir hustentechnisch immer noch nicht besser geht. Obwohl ich schon diese Hustentropfen nehme und alles, aber es verändert sich einfach nichts. Und das ist jetzt schon 4 Wochen. Aber ich bin einfach nicht jemand, der zum Arzt geht. Und ich denke mir dann so, was soll der denn machen bei Husten? Naja, auf jeden Fall soll man natürlich nicht zum Sport gehen, wenn man krank ist. Habe ich ja auch die ganze Zeit nicht gemacht, aber ich habe die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock mehr, nicht zum Sport zu gehen, weil ich krank bin. Nicht zum Sport gehen zu können, weil ich krank bin. Das nervt mich nämlich mega. Und deswegen bin ich jetzt unvernünftig. Und gehe zum Sport und guck mal, was ich machen kann. Was mein Körper aushält. Ja. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Aber ich werde jetzt trotzdem zum Sport gehen. Und mal gucken, wie mein Körper so mitspielt. Ja. Und dann hoffentlich, dass ich bald mal wieder gesund bin. Das nervt. Das nervt nämlich echt. Ich bin auch die ganze Zeit so angeschlagen und schlapp und so. Und das nervt. Mega. Aber egal, genug rumgejammer. Jetzt geht es zum Sport. Und ich habe auch so eine neue Sporthose an, die ich mir bei Forever 21 in Amerika geholt habe. Und ziehe die Reeboks an, die ich mir auch in Amerika geholt habe. Und guck mal, wie das dann so läuft. Ob es läuft. So, ich bin fertig. Also man merkt noch ordentlich, dass ich krank bin. Leider. Ich dachte, es wird besser, aber naja, ich habe Kraft komplett durchgezogen. Und Cardio nicht so lang wie sonst, weil ging nicht. Mir war so schwindelig. Aber naja, immerhin etwas. Und jetzt gehe ich erstmal nach Hause und duschen. Hey. Die Schuhe waren übrigens ganz gut. Ich muss das mal ausprobieren, wenn ich dann wirklich richtig lange trainiere. Mal sehen. Falls ihr euch übrigens fragt, was ich den ganzen Tag mache, ich sitze am PC und schneide Videos. Die ganze Zeit. Ja, ja. So, Leute. Ich mache jetzt eine kleine Schnittpause, denn Laura ist da. Wir chillen jetzt ein bisschen zusammen. Zwar nicht lange, aber ein bisschen. Und wir haben letztens, als Laura da war, haben wir Shameless zu Ende geguckt. Wir hatten da nur noch 2 Folgen. Und sind da jetzt auf dem aktuellsten Stand. Weißt du, was wir auch nie weiter geguckt haben? Riverdale. Ja, lass uns das weiter gucken. Doch, ich fand das cool. Ja, willst du lieber das gucken? Ja. Na gut. Dann gucken wir Riverdale weiter. Ja. Kommt das hin, Folge 9? Ja, scheinbar. Wow. Oh, gibt's schon Staffel 2. Ja. Eigentlich wollten wir jetzt dieses Santa... Wie heißt das, Alter? Santa Clarita Diet anfangen. Aber jetzt doch nicht. Dann gucken wir jetzt Riverdale weiter. Alter, ich weiß gar nicht, was da letzte Folge passiert ist. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, bei sowas kommt man schnell rein. Vielleicht gibt's ja ein Previously On. Maybe, baby. Eine Babyparty. Rückblick, Len, ich brauchte einen Rückblick. Leute, ich muss euch was sehr Lustiges zeigen. Guckt mal, was Nancy mir geschrieben hat. Guckt den 4. Post aus Shireens Insta-Story. Okay, das ist 1, 2, 3, 4. Ist das wahre Freundschaft oder ist das wahre Freundschaft? Zeigt sie mir einfach, weil Shirin da ein Erdmännchen gefilmt hat. Ich feiere das sehr. I love you, Nancy. So, hallo. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch Videos geschnitten und mich jetzt gerade fertig gemacht. Und jetzt, Fabio ist jetzt auch oben und hat sich umgezogen. Denn, wo zur Hölle ist meine Jacke? Jetzt gehen wir arbeiten. Ich habe seit Ewigkeiten mal wieder so dunkle Lippen. Das ist von den Liquid Suede Vintage von NYX. Ich mag den voll. Ja, so. Ziehe meine Jacke an und dann
gehen wir arbeiten. Oh, diese Hose macht mich fertig. Hallo und herzlich willkommen in Daddy Blood Time. Das ist mein Freund. Oh. Hast du dir schon erzählt, dass wir... Dass wir was? Schminkst du mich gerade? Ja, dass wir was? Dass wir heute 3 Monate... Oh nein! Oh. Wir haben heute 3 Monate... Tolle Freundin bist du. Ich denk dran. Ja, ich weiß das ja auch. Ich hab's nur nicht im Blog gesagt. So, ich schaue mal, was uns noch... Okay. Dann im Prinzip brauchen wir nur noch ein paar Limetten. Limes. Das war ein sehr trauriger Wurf. War zu Deppel wahrscheinlich. Ja. Aua! Abgewehrt. Aua! Wenn du mal treffen würdest. Halt die Schnauze, wer redet denn mit dir? Also. Und hol mal Glasreiniger, 3 Stück. Alle 3 zusammen. Im Lager. Wenn du in den Flur reingehst, erste, zweite Tür links. Da wo die Müll sind? Nein, zweite Tür links. Hi. Aber diese Perspektive von dir ist immer so sexy. Hi. Oh, man sieht, wie frisch rasiert ich bin. Not. Nicht. Mhm. Ich bin so ein Lüten, ich nehme dein Herz. Und schmeiße das weg. Hehe. So. Fabi. Boah, gekonnt. Gekonnt. So, und ich mache jetzt diese. Ich mache diese. Nein. Ja. 6, 8. Wo rein? In deine Hose? Hä? Ciao, Briti. Ciao. Tschüss. Ab in den Keller mit dir. Hehe. Ich mache diese. Wer kennt die Vlogs noch? Ich mache diese Vlogs. Hier läuft doch irgendwas nicht ganz korrekt. So muss das. So, wir haben heute Rock. So. Und ich habe gerade ein Plakat gesehen. Am 11.05. haben wir hier 3. Rocket-Geburtstag. Und da kommen berühmte Menschen als DJ. Ich bin eine sehr gute Promoterin hier. Ach ja. So, ich habe gerade erstmal schön Energy getrunken, damit ich richtig hyperaktiv bin gleich wieder. Weil ich war mega müde. Und jetzt bin ich eine Flummi. Ich bin bereit für diese Schicht. Oh, es ist so spannend, wie ich hier erzähle. Das ist richtig anstrengend. Du musst rocken, rock! Emotionsvoll. Soll ich? Nein! So, ich bin jetzt auch endlich zu Hause und ich werde mich jetzt abschminken, die Kätzchen füttern und dann hoch zu Fabio gehen. Der schläft nämlich schon. Und dann auch schlafen. Ich freue mich so aufs Bett. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Bis morgen. Bye.